Der Herr erklärt: Vater und Sohn sind eins. Das Lamm wird zum Löwen und der Erlöser zum Richter. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 28. Juli 2006 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Wer kann die Herrlichkeit des Herrn verstehen? Wer kann seine Gnaden bemessen? Wer hat die Gedanken seines Herzens gekannt? Wer hat die Majestät seines Gewandes gesehen oder die Ähnlichkeit seines Wesens gekannt? Betrachtet die Macht und Herrlichkeit von oben, der Prinz des Friedens, der ewige Vater seiner Geliebten, der Menschensohn, der König der Könige, der Herr der Herren. Seht, er kommt im Ebenbild des Vaters, seines Vaters und eures Vaters, eures Gottes und seines Gottes. Der Vater und der Sohn sind eins, die Ähnlichkeit, der sich niemand nähern kann. Die Herrlichkeit des Herrn, eures Gottes, des Schöpfers aller Dinge, des Himmels und der Erde. Denn die Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Seine Majestät umgibt euch auf allen Seiten. Umarmt mich jetzt, sagt der Herr der Heerscharen. Das sagt der Herr zu seinen Kindern. Ich habe es gesprochen, es wird getan werden. Ich habe es beabsichtigt, es wird erfüllt werden. Das Königreich wird in einem Tag errichtet werden. Das sagt der Herr, euer Gott, der Herr aller Macht und Herrlichkeit. Ich werde all diese Tempel, die von Menschenhand erbaut wurden, niederreißen. Ich werde zerstören und befreien. Ich werde strafen und vergeben. Ich werde richten und erhöhen. Ich werde diese Tempel, die von Menschenhand erbaut wurden, zerstören. Ich werde sie um meinetwillen zerstören. Ich werde sie zerstören, ja, jeden einzelnen, um meines Namens willen. Ich werde sie aufspüren und mit unlöschbarem Feuer verbrennen. Das sagt der Herr mit einer lauten Stimme. Es wird getan werden. Ich werde sie zerstören. Ich werde sie alle zerstören, sagt der Herr. Nie mehr werden sie stehen. Nie mehr werden diese Abscheulichkeiten stehen und meinen heiligen Ort entweihen und sogar die Herzen der Tempel verderben, die ich mit meinen eigenen Händen erschuf. Denn ich liebe meine Tempel, diese geliebten Tempel, die ich mit meiner rechten Hand aus zerbrechlichem Fleisch erschuf. O, wie ich meine Kinder liebe! O, wie ich mich sehne, sie einzusammeln! Kommt, meine geliebten Kleinen, kehrt zu eurem Vater zurück, der euch liebt. Kehrt zu mir zurück, umarmt den Zimmermann. Er ist euer Meister, euer Erlöser, euer Leben. Umarmt meine Liebe und Barmherzigkeit. Lebt in meiner Liebe. Erlaubt mir, euch zu halten. Erlaubt mir, euch zu trösten. Lebt in meinem Sohn. In ihm ist Friede. Die Freude meines Herzens, eure Freude erfüllt in ihm. In mir, der Vater und der Sohn sind eins. Brecht nicht länger mein Herz und meine Gebote. Hört die Stimme des Herrn eures Erlösers. Umarmt meinen Sohn, er ist unter euch. Er hat euch nicht verlassen, obwohl ihr sein Gesicht nicht seht. Er ist mit euch. Das Gesicht eures Erlösers, die Liebe, welche ihr niemals gekannt habt. Das Gesicht der Majestät des einen und einzig wahren Gottes, der Gott von allen, der Heilige von Israel. Hört mich, meine Kinder, ich bin Gott, ich bin der Gott von Israel. Ich komme, ich bin schon hier. Schaut, ich komme mit der Kraft meiner rechten Hand.
mit der Kraft meines Mächtigen und Starken. Das sagt der Herr, schaut, ihr werdet knien. Ich werde den Thron meiner Herrlichkeit zurücknehmen. Der Sohn des Allerhöchsten wird auf dem Thron seiner Barmherzigkeit und seines Urteils sitzen. Hört ihm zu, denn ich werde ganz sicher all jene von der Erde nehmen, die Ohren haben und hören. Denn sie werden sein Gesicht sehen und die Stimme des Heiligen hören, die Stimme ihres Erlösers und den Trompetenruf Gottes. Sie werden gewiss hochgehoben werden, ja, in den dritten Himmel, wo sie bleiben werden. Ja, jene, die schlafen und jene, die von ihrem lebendigen Schlummer erwacht sind. Das sagt der Herr zu den Toten, den wandelnden Toten und den noch lebenden Schläfern. Wehe, sage ich zu euch, ihr seid dem Urteil übergeben, dem Urteil dieser Welt und den Strafen des Allerhöchsten. Es ist alles vorbereitet und jetzt muss das Urteil regieren. Der Zorn Gottes ist gekommen, sagt der Herr in seiner Wut. Aber zuerst die Erlösung von vielen. In Barmherzigkeit, durch Barmherzigkeit, aufgrund meiner Barmherzigkeit, die ich zu ihnen gesandt hatte. Der Hirte kommt, er wird seine Herde versammeln. Und das Urteil wird sitzen. Das Buch wird geöffnet werden, die Siegel gebrochen. Der Löwe wird kommen. Wehe den Arroganten und Hochmütigen. Wehe den Hartherzigen. Wehe den Satananbetern und den Anbetern seines falschen Propheten. Wehe den gewalttätigen Menschen. Wehe den nördlichen Ländern. Wehe den Menschen der aufgehenden Sonne und den Königen des Ostens. Wehe allen Menschen, die sich gegen mein Volk und meine Länder erheben. Wehe jedem Mensch, der den Sohn nicht küsst. Sein Zorn ist angezündet gegen euch. Es ist kein kleiner Kelch, sondern ein großer Becher der Empörung. Er wird ausgegossen werden. Das Lamm ist der Löwe, der Erlöser ist der Richter. Wehe den Menschen der Erde, die Zeit ist gekommen. Die Vollendung aller Dinge ruft seinen Namen an.